Da haben wir's. Alles zeitlich geschafft und damit herzlich willkommen zurück zum Blutmond in 7 Days to Die. Hallo. So, ich muss trinken, ich muss essen, ich muss mich ausstatten. Es geht ja gleich los. Nimm mal hier so ein Fischtaco, die bringt voll viel. Ein Fischtaco? Ist in der Fressalien. Ja, habe ich von diesem Flugzeugdingsbumser geholt. Ne, die bringt 45, genau wie Steak mit Kartoffeln. Ja, aber ich... Ja, nee, es ist ja... Ich habe mir jetzt 300 von den 7,62 mm genommen. Ja. Und 600 von der 9 mm. Und Pfeile habe ich mir ab und an immer 300, habe ich über 300 ein bisschen. Habe ich mir immer selber gemacht. Pfeile habe ich jetzt ein bisschen über 200. Ja, das sollte eigentlich 211. Hinhauen hier. Ja. So, Waffenmunition. Du hast meine Waffe genommen. Nee. Ja, die lilane. Das lilane Maschinengewehr. Das ist meine. Ja, das ist meine. Die habe ich gekriegt. Okay, dann hast du meine Mod genommen. Das ist ja egal. Dann hast du deine Mod auf mein Maschinengewehr gemacht. Nein, sowas würde ich nicht tun. Da warst du nämlich, das ist die du mir mal geklaut hast, weißt du, wo mein Rucksack da unten lag. Nein. Das ist meine. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Sowas ist nie passiert. Ehrlich. Du Lügenbaron, ey. Also. Ich weiß ganz genau, dass das meine ist. Ja? Was? Ja. So, den Bogen noch einmal schnell reparieren. Ich habe auch alles nochmal auf Vordermann gebracht, ey. Ich hab dir sonst noch zwei Rohre, hab ich jetzt hier noch für dich. Wieso? Ich hab selber, ne, die habe ich gerade weggepackt. Ja, ich nehm die mit. Wofür brauche ich denn Rohre? Na, wenn die, wenn deine Waffe kaputt geht. Da brauche ich doch nur ein Kit. Nee, dein Gewehr machst du mit Rohr. Ach so, deswegen, siehst du, deswegen hatte ich die Rohre eben drin. Ja, bring mal ein paar mit. Ja, ich zwei eben sollten ja reichen, oder? Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, ich schlepp die ganze Zeit so ein blödes Rohr mit. Jetzt weiß ich auch, wofür das war. So, Nahrung, das habe ich alles voll. War hier noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen? Wir haben noch den Stolperdrahtpfosten. Ja. Mach mal unten das Ding an. Ja, wenn es losgeht, ne? Du weißt ja nicht genau, wann es losgeht. Ne, 10 Uhr. Ja. Aber vielleicht kommen ja vorher schon mal ein paar. Nein. Aber wir haben jetzt noch knapp eine Stunde, bis losgeht. Wollen wir nur Wort gehen? In Gottes Ohr. Nee, noch ganz zum, bestimmt. Zum Krankenhaus oder so? Nee, ja, gönn dir. Aber weißt du, was ich glaube, ich mache? Hier gegenüber fällt mir gerade auf, das ist überhaupt nicht symmetrisch. Ich ziehe hier nochmal einen Betonblock raus. Vorne, die Front. Du ziehst jetzt hier gar nichts mehr raus. Nee, nach dem Blutmond. Das sieht ja doof aus, so ist ja gar nicht symmetrisch. 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 Siamesisch. Der Kopf sah es auch an. Dann müssen wir mal gucken, nach dem Blutmond, ob wir irgendwo eine gute Stelle finden, um Bruchsand abzubauen. Ich hab da hinten schon kleinen Kram gemacht. Huch. Was war das denn? Nix. Hallo. Ich hab, hier ist nix passiert. Was? Na, hoffentlich macht er das nicht kaputt hier, ey. Ach, jetzt habe ich kein Holz hier. Egal. Außerdem schießt er mir meine XP weg hier. Ja, der soll uns ja nur ein bisschen unterstützen. Ich hätte es da unten machen können. Ich möchte mal ausprobieren. Hätte es da unten hinstellen können, wenn die immer wieder hier hochgehen. Nee, unten geht er nicht an. Du musst so und so dicht dran sein und unten ist zu weit weg. Ja, das hatte ich schon ausprobiert. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das hier mit Vögeln? Nicht, dass die unsere Beete und alles kaputt machen, wenn die kommen? Ja.
Wir haben halt hier... Oh, das müssen wir unbedingt einbauen. Irgendwie. Was denn? Die Beete oben. Überdachen. Weil wenn denn Vögel kommen, dann müssen wir zwischendurch hochgehen, wenn wir es hören. Ja. So, eine Stunde noch. Oder mache ich jetzt noch schnell den Betonblock? Ach, man kennt das. Dann willst du losgehen und dann, wenn du denn losgegangen bist, dann merkst du, bringt nichts, ne? Schaffst du nicht mehr. Aha. Dann geht die Zeit. Bei deinem Glück. Ja, dann geht die Zeit immer so schnell rum, sobald du aktiv bist. Ach. Aktivia. Wow. Ich esse nur ja Chips, ey. Ich wollte eigentlich gar keine mehr essen, erstmal. So spannend, aufregend. Aha. Wenn das Gemüse nicht so teuer, würde ich mir hier einen Gemüseteller machen, aber. Ein bisschen zu teuer, ey. Mach dir doch Quark. Naja, so 2 Euro fast für eine Gurke ist schon ganz schön viel. Machst du dir Magerquark? Nee. Mit Chiasamen und Blaubeeren. Ich hab ja noch meinen griechischen Joghurt, den kann ich mir morgen mal machen. Ja. Vegan? Ja. Mal gucken, was diesmal für welche noch dazukommen, wa? Ja, wir hatten ja letztes Mal schon so Probleme mit diesen blöden Polizisten. Ja. Weil die ja dann geplatzt sind und die haben ja alles kaputt gemacht. Die müssen wir ja als erstes platt machen. Ja, auf die müssen wir uns konzentrieren. Bin auch mal gespannt, was der Mixer macht. Jetzt haben wir da schon 2 Klingen. Oh, geil. 2? Ja, ja, da wird ein richtiger Zombie-Smoothie hier gemacht, ne? Wenn das Ding fertig ist, das ist ein Schredder. Die kommen hier rüber, fallen runter und werden einmal durchgeschreddert. Yum, yum. Das ist dann wie Hackschnitzel. Ja, wie heißt das? Rindmulch. Hackschnitzel, kannst du, ja, guter Vergleich, ey. Kannst du eine Beete schmeißen in die Zombies? Vielleicht könnte die Musik. Hast du zusätzlich noch Dünger? Ah ja, ja, da kommt ja der geile Beat. Ja, immer. Hier, wir haben doch hier vorne noch so eine Nische, ne? Bin unterwegs. Ja. Wollen wir hier vielleicht. Ja, dann würden die wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob sie auf die Wand gehen. Wollen wir da vielleicht mal einen Waffenschrank später hinbauen und so eine Munitionskiste? Mit Verband? Dann braucht man nicht immer runterlaufen, wenn hier was kaputt ist. Ja, ja, wo man so ein bisschen, weiß nicht, eine Kiste mit Verbänden und sowas, eine mit Munition und einen Waffenschrank und dann vielleicht. Also hier so diese Kleintruhen, dass wir da noch ein bisschen Holz und Beton und sowas haben zum Aufwerten, wenn hier was kaputt geht. Ja. Das wäre ja... Heißer Scheiß. Ja, es könnte praktisch werden. Praktisch. Ich habe halt nur immer Angst, man konzentriert sich immer auf diese Ecke, wenn jetzt durch bauliche Maßnahmen die Zombies sagen, ach, da hinten die Ecke ist viel geiler zum Einschlagen. Aber wenn wir hier vorne stehen, oder? Alter, mein Handy, 2% Akku nur noch. Jetzt geht's gleich los, Jasmin. Ich sag mal, wenn's 55 ist, dann schmeiß ich mal den Generator an, oder? Ist da genug Sprit drin? Ich guck mal eben. Den schon mal. Was willst du anmachen? Den Generator. Welchen Generator denn jetzt schon wieder? Na, der die Klingenfallen betreibt. Würde ich jetzt schon mal langsam anmachen. Manchmal kommen die ja schon vorher ein bisschen, ne? Ja, ja, 55. Wieso geht denn der da drüben jetzt nicht an? Welcher denn? Der Schubser? Der ist doch an. Nee, guck mal. Sobald ich den hier platziere, jetzt. Ist doch an. Ja, aber der Schubser ist jetzt aus. Vielleicht, weil das in einer Linie ist.
Nee, ich glaube, du kannst nur einen davon verwenden. Dann behalten wir den Schubser. Ja, definitiv, ey. Definitiv. Definitiv, weil der andere, der nimmt mir meine Punkte weg. Jetzt ist 55, ne? Oh, ja, ja. Ja. Ich eile. Ist wie im wahren Leben, nur am Trödeln, ey. Das hört sich an. Richtig brutal. Wo bleiben sie denn? Haben sie heute verschlafen, oder? Oh, jetzt wird's rot. Jetzt kommen sie gleich. Oha, der Schimmer ist da. Meinst du, wenn man genug von den Klingfallen anbaut, dann hebt man ab wie so ein Flugzeug? Hör mal, die Musik ist anders. Oh Gott, da kommen sie. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, was ich hier gerade mache. Die kommen. Nee, nicht wirklich. Ich komm gar nicht so weit. Ja. Ah, von hinten sind sie auch reingekommen. Tatsache, ey. Ja, mal gut, dass wir offen gelassen haben. Sonst hätten sie uns vielleicht wieder die, die Wände eingeschlagen. Scheiße. Hab jetzt schon Durst, was ist das denn, ey? Hast du das unten gehört? Ja. Aber wir kriegen halt keine Punkte dafür. Ja, deswegen musst du die in den Kopf schießen. Ja, ja, müssen wir wegnehmen, was weggeht. Irgendwie das Gefühl, ich treffe nichts. Reload! Diesmal mal ein paar mehr von den dicken Frauen, ne? Die Witter. Soldaten haben wir mehr. Ah! Hält sich voll. Die Kopflose. Ich glaube, ich krieg XP, wenn die runterfallen. Du kriegst meine XP. Nee, ich krieg auch XP, wenn die in die Klinge fallen. Vielleicht, weil ich das gelevelt hab, um die auch zu bauen? Ah doch, ich hab doch... Ah, wo waren das? Ich glaube, beim Ingenieur war das doch dabei. Dass ich XP kriege für elektrische Fallen. Das sah nicht ja voll ab hier, oder? Ey, ich hab auch schon fast 5000 XP gerade. Ja, ich hab jetzt 7300. 7500. Level up! 7700. 2 Punkte gekriegt. Das wäre so ein sauberer Shot gewesen gerade. Man aßt jetzt auch ein bisschen mit der Munition rum, ne? Nee. Man hat eigentlich gar nichts mehr zu tun, sobald die runterfallen. Es ist nur nicht einer bis hier rangekommen. Das ist ja angenehm. So. Der Mixer, ich hab's gesagt. Der Mixer ist es. Du hörst die ganze Zeit nur so blink, 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 blink.
man die Waffe eigentlich auf Einzelschuss stellen? Nee, nicht. Du kannst ja einzeln klicken, ne? Aber. Ich habe die Hälfte meiner Muni schon verballert. Ja. Ich glaube, ich nehme auch mal den Bogen. Bisschen Munition einsparen. Weil wir sind ja noch am Anfang vom Loot Moon. Ja. Yeah. Einer ist tatsächlich durchgekommen. Aber wir hatten auch noch nicht einen Polizisten jetzt, ne? Nee. Aber manche überleben das. Ey, das hört sich an. Das ist so cool. Aua. Scheiße. Wir müssen ja gar nichts machen. Nee. Mit einer Klinge haben wir das noch gar nicht gehabt, ne? Wir haben jetzt direkt zwei schon. Voll geil, ey. Irgendwie ein bisschen zu leicht, ne? Nee, aber da merkst du, dass immer mehr kommen. Ja. Aber wahrscheinlich auch, weil wir so viel geschossen haben. Nee, nee, ich glaube, die Wellen werden ja generell immer stärker. Ja, ja. Bei dem einen steckt ein Pfeil im Kopf. Polizist. Ja. Schnell! Okay, wenn die Polizisten doch kommen, hebe ich mir Maschinengewehr für Polizei auf. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist so geil. Ja? Unsere Klingen sind aus, warum? Die eine kaputt ist kaputt wahrscheinlich. Im Schrott. Also das Stromkabel ist noch dran. Vielleicht, so, keine Ahnung. Vielleicht halten die auch gar nicht so lange. Aber bestimmt hier wie bei einer Waffe, weißt du, dass die sich abnutzt, ja, ja. Oh. Weißt du nicht, ob man da eine Mod drauflegen kann, dass die länger hält? Oh, Polizist. Ja, ja, ich denke, ich schieße dich ja schon. Scheiße. Ach, jetzt habe ich gar keine Munition für das Ding hier. Na, Moment, ich lade noch nach. Aber die eine schnetzelt auch ordentlich weg, ne? Boah, hast du gesehen, wie weit der gesprungen ist? Ja, der wollte mir ein Küsschen geben. Er auch, Alter. Wieso können die denn jetzt auf einmal so weit springen? Die wären wahrscheinlich besser, ne? Die versauen mir meine ganze... alles, was ich mir überlegt habe. Die ganze Taktik ist dahin. Vorsicht, vor dir. Ja, alles gut.
Ja, danke. Er hat mir eine gegeben. Ja, ich musste jedes nachladen. Jedes Mal, wenn du alles gut sagst, ey. ich musste nachladen. Aber falls es dir ein Trost ist, ich bin unversehrt. Schön. Ey, ich habe jetzt schon wieder so eine komische Fliege hier. Polizist. Oh, beide Klingenfallen sind kaputt. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr. Aber die haben uns eine Stunde, fast zwei, unterstützt. Ja. Und gut XP gegeben. Ja, jetzt hast du mir gar kein Rohr gegeben, ne? Ich hab aber... Oh, ich muss nachladen. Brauchst du eins? Ja. Müsste demnächst mal meine... Jo. Oha. Es ist aber ein richtig großer Ansturm hier. Die Schrot, die reicht nicht auf die Distanz. Da muss ich mal eine Mod drauf machen, dass gebündelter ist. Ich habe hier gar keine 9mm Munition genommen. Ich bin ein Fuchs. Okay, jetzt kommt noch mal so eine richtige Welle hoch. Die nervt mich total, ne? Ich hab ja auch eine, immer auf der linken Hand. Nee, immer im Gesicht. Ih! Oh nein, Polizist. Wo da? Ich lad vorsichtshalber schon mal nach. Vorsicht vor dir! Jawohl, kommt nicht weg! Absolutes Killer-Kommando. Welle. Oh. Ah, da spuckt schon wieder ein Polizist. Oh, Alter, der hat mich fast getroffen. Hey. Hier oben ist auch einer. Ja. Okay. Ich warte mal eben noch den nächsten ab. Ich muss auch einmal nachladen. Wo ist er denn? Da kam doch eben nur einer hoch. War der das? Nee, eigentlich nicht. Hör den doch. Er ist halt ein bisschen stabiler, ne? Dauert ein bisschen. Die haut meine Stangen kaputt, die blöde Kuh. Schande über dich und dein Haupt, du Hexe. Keine Ahnung, wo der ist.
Vielleicht hängt er fest oder er ist tot. Oder er haut auch irgendwo... Oh ne, ich hoffe, er ist nicht geplatzt auf der Treppe. Oder er haut irgendwo was kaputt, so wie sie eben. Boah, das... Alter! Du Brutalo. Ja? Nee, da kommt er. Da, jetzt wo ich die Waffe weggesteckt habe. Er ist schon tot, Mann! Er ist schon tot! Beruhig dich! Okay. Scheiße, meine Munition ist leer. Pfeile auf? Ey, vom Maschinengewehr ist leer. Achso, das geht ja. Das war knapp. Die springt genau runter, wenn ich abdrücke, ne? Die schubsen sich alle gegenseitig diesen Balken runter. Es ist so geil. Oh, Vorsicht. Alter, wie viel? 3 Schläge. Oh ja. Nein. Wieder ein Polizist. Headshot. Er spuckt auf dich. Ii. Wo ist die Sau? Okay, der eine ist tot. Oh, mein Dings ist kaputt. Noch einer wo hoch. Ist er denn? Ne, das ist jetzt ein neuer. 2 habe ich schon. Ist er tot oder nur einmal umgefallen ist? Naja, weiß ich nicht. Die sorgen halt massig für Probleme, ne? Ey, die hauen da unten die Mauer kaputt. Warum? Die. Wo denn? Die sind auf die Mauer gesprungen und links lang gelaufen. Wo denn? Da hinten. Ach da, warte mal. Warte mal, guck mal erstmal, wo der lang läuft. Okay. Ja, zum Haus. Dann versuchen die jetzt über das Dach zu unserem Eingang zu kommen. Müssen wir den Schuppen da mal abreißen. Dass wir ein bisschen freier stehen. Boah, noch eine Stunde, ne? Ah, ich komme gleich wieder, warte mal. Ich hole mir nur neue Munition. Ja, das sieht geil. Ich mach das hier. Vielleicht auch nicht. Der Generator vielleicht nur ausgegangen. Weiß es nicht, aber es wäre mal schön zu wissen. Nee, Klingenfalle ist kaputt. Nicer Scheiß. Scheiße, ich guck mal, wo die hingehen. Nicht, dass die gleich drin sind bei uns. Ja, da habe ich auch so ein bisschen Bubble vor.
Geh mal eben gucken. So, ich muss hier runtergehen. Ah! Scheiße. Auf was hast du geschossen? So, auf das Tür, auf die Tür. Auf das Tür. Ich hab auf das Tür geschossen. Und da liegt er wieder auf der faulen Haut. Wieso habe ich die Waffen so weit auseinander? Alter, hier ist irgendwo ein Spucker. Ja, hier. Nein! Er ist geplatzt und beide Klingenfallen sind dabei kaputt gegangen. Ey, die sind voll teuer. Das melde ich der Polizeigewerkschaft. Da kann die Versicherung für aufkommen. Dann zeige ich dir aber gleich. Meine Waffe ist leer. Okay, also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir gut ausgestattet Alter, sind. Die haben richtig fett kaputt gemacht. Also ich dachte, diesen Blutmond, gerade so wie er angefangen hat mit Leichtigkeit. Aber ich habe keine 762er mehr, meine Pfeile sind fast alle. Beide Klingenfallen kaputt. Das ist echt ärgerlich, ne? Oh nein. Oh nee. Ich gehe hoch. Alter, und die Basis hat überall einen weg hier. Ja, überall. Die haben auch versucht, den Schuppen kaputt zu machen. Okay, ich hab den Wellensittich unter schweren Einbußen. Zwei neue Klingenfallen muss ich machen. Alter. Und wir müssen mega viel reparieren. Ja, mal gut, dass ich alles gesammelt habe gerade noch. Spucker. Wo denn? Da unten ist er geplatzt. Nee, der ist nicht geplatzt. Der spuckt hier hoch. Mal gut, dass ich unten noch ein bisschen Zement gemacht habe. Da ist er. Wo ist denn hier nochmal die Tür? Ach da. Achso, wolltest du hoch, oder? Aber ich versuch's, ich sehe ja hier nichts. Ja, jetzt hätte ich mal eine Fackel ranmachen müssen. Ja, man sieht ja, wo man hoch kann. Nee. Jo, jetzt lädt er auch noch nach hier, ey. Oh! Oh, der hat mich so angeschlotzt. Der Kopf ist weg. Also... Um Instandhaltungsmaßnahmen werden wir nicht dran, also da werden wir nicht dran vorbeikommen. Da müssen wir das ein oder andere wieder aufbauen. Gibt's doch nicht. Was? Alter! Geh doch einen Schritt zurück! Ja, ich hab meine Waffe! Ich hab meine Waffe repariert. Ah, da hinten ist für mich zu weit weg.
Irgendwo höre ich doch schon wieder den dicken. Huch. Ich muss mir auch mal Munition holen, andere. Da ist noch ein 9mm. Ich hab ein bisschen Schiss um unsere Öfen, ne? Die jetzt oben sind. Kaputt. Ich gehe mal hoch zum Vogel. Okay, ich kann ihn nicht sehen. Alter, ich krieg Krampf in der rechten Hand, ey. Versuch grad genauer zu schießen, aber die zappeln so dolle. Wo ist denn der blöde Vogel? Ich höre den doch. Hab ihn. Okay. Also, wir müssen auf jeden Fall mega viel Munition wiederherstellen. Ja. Und optimalerweise, wenn wir unten wieder repariert haben, auch mehr Klimmfallen hinstellen. Da, Vogel. Ja, ich gehe hoch. Ah ne, er ist hier. Ah, er ist hier drinne. Ein Eindringling, er kam durchs Fenster. Ja. Gut. Herrgott, noch eins. Oh. Oh, ich bin nur froh, dass wir noch so viel aus Beton gemacht haben. Das war gerade rechtzeitig, ne? Wie Schuss habe ich denn noch? Hm? 6. Das erklärt so einiges, warum ich nicht treffe. Das hat nichts mit mangelnden Skill zu tun. Oh nein, schon wieder ein Vogel. Ja, genau. Jasmin, bist du noch bei mir? Ja. Ja. Sag mal, ging der Blutmond doch bis 4? Ja. Ich dachte, der ging bis 2. Haben wir doch letztes Mal gesagt. Ich war schon ganz optimistisch, dass wir es schaffen, aber. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt das nicht schaffen. Dass wir noch sterben. Was fehlt dir? Mein Reparaturkit für meine Knarre! Ich hab eins. Ja, rück mal rüber. Wo denn?
Danke. Bitteschön. Hatte mir extra 3, glaube ich, oder 2. Haben noch so viele, ne? Ja. Mal gut, dass ich so viel Munition hergestellt habe, wa? Alter, wo hat er denn hingehört? Wo kam er denn? Ich sag mal, wir hätten eventuell dezente Probleme gehabt mit weniger. Okay. Er ist hier! Er explodiert gleich! Scheiße, ich musste laden, ey. Oh, ich hab schnell die Waffe gewechselt. Oh, ja, ich auch, aber die musste ich laden. Hä? Was war das? Das Doofe ist nur, dass die ganzen gelben Dinger irgendwann weg sind. Ja, ich merke das schon. Einige Säcke sind verschwunden, ne? Ja, das finde ich irgendwie doof. Ja, aber du hast ja nicht wirklich die Möglichkeit, die einzusammeln jetzt. Ja. Das ist schon... Wieder, ey. Alter. Noch 20 Minuten, wir haben es fast geschafft. Ah, jetzt ist meine Knarre kaputt. Scheiße, meine ist leer. Ey, was wir an Schuss verjuckelt haben, ne? Ja, aber gut, das sind ja auch mehr gewesen jetzt. Das geht. Doch, das die 3-4 sind gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, groß gelevelt bin ich nicht. Ich glaube, ein Level habe ich gemacht. Ich habe 4 Punkte jetzt gekriegt. Was? Mhm. Immer 2. Oh ja, ich habe auch 5 Punkte. Aber ich habe vorher, glaube ich, schon mal gelevelt. Er hängt da so rum. Es wird schon weniger. Guck mal, guck dir hier an. Geschafft. Schon die letzte sein hier, ne? Nee, irgendwo ist noch. Nee, er ist der letzte.
Nee. Oh. Da kommt noch einer. Guck mal, die Musik ist noch nicht zu Ende. Warum ist die Musik so komisch? Ich weiß nicht, dachte er ist der Letzte. Boah, guck dir hinter uns die Bude an. Ja, hab ich schon gesehen. Ah, jetzt ist nur mal die Musik. Alles Schrott. Alles Schrott, Alter. Geh jetzt erstmal Säcke einsammeln. Oh Gott, hier, alles kaputt gemacht. Ja, die Scheune hier müssen wir auch abreißen. Ja, die ganzen Mauern hauen die kaputt. Ich sammle oben ein. Ja. Oh, die Treppe haben sie auch teilweise kaputt geschlagen. Die Schweine. Ja, wow. Zwei Säcke sind hier. Drei. Da war noch was. Ein Buch. Adrenalinrausch. Cool. Scheiße, ey. Hier ja. Ist alles kaputt. Ich gehe mal davon aus, der ist auch hinüber. Oh, nee, ey. Wir haben den Eingang gemacht. Ey, die versuchen jetzt immer einen anderen Eingang zu machen. Ja, dann müssen wir hier. Wo haben die den Eingang gemacht? Ja, hier hinten. Hier. Ach so, ja, gut. An der Mauer. Wenn wir die Dings weghauen, die Scheune, dann dürften die ja da nicht mehr versuchen, aufs Dach zu kommen. Ja, aber bricht das denn nicht zusammen hier? Nee, wir sind ja an der Scheune, haben wir ja nicht angebaut. Nee, das, was du jetzt eben neu gebaut hast. Nein, die Scheune, da diese kleine Garage. Ja, meine. Ja, nee, ich sehe gerade. Seh. Alles Schrott. Ja. Boah, fast eine Stunde Blutmond und einiges zu reparieren. Also sowohl in der Bude als auch hier. Also überall eigentlich. Ja, Alter, die haben ja alles zerstört, ey. Ich nehme mir mal ein bisschen Holz. Pflasterstein. Das wird teuer. Wir hätten mal noch mehr betonieren müssen vorher. Ich glaube, ich betoniere die ganze Treppe und das alles hier. Den ganzen, auch hier an der Seite. Die haben hier gegengespuckt an der... Ist auf jeden Fall schwieriger, denn das kaputt zu machen. Ja, hier... Boah, die haben richtig Damage gemacht an dem. Boah. Auch viele Blöcke, die sind fast eingestürzt schon. Ja, deswegen, die haben echt viel kaputt gemacht, ey. Erstmal heile machen hier, bevor ich irgendwas. Soll ich den Schuppen mal abreißen? Den Schuppen? Ja, würde ich sagen. Da kann die man ja so drumherum eine Mauer denn machen, ne? Die haben auch hier die das Geländer und alles. Ja, ja. Die haben alles kaputt gemacht. Aber das, cool. Das müssen wir alles auf Beton aufwerten. Mhm. Ich glaube, sonst kriegen wir beim nächsten Blutmond haben wir, glaube ich, sonst ein Problem. Haben wir jetzt einen Betonmischer. Ja. Noch ein bauen. Ja. Und dann drumrum diese ganzen Fallen machen, ey. Ja, die Klingenfallen. Also da brauchen wir auch definitiv mehr von. Das heißt aber auch, wir müssen stark Autos ausschlachten, Kühlschränke, Toaster, alles, was wir finden. Aha. Wegen der elektrischen und mechanischen Komponente. Und Eisen brauchen wir wie Sau. Du willst ja hier bestimmt deinen Zaun rummachen, ne? Also so die Mauer einmal rum, ne? Ja, ja. Ja, hier, wo der Schuppen ist, muss ja. Ja, pass aber auf, wenn du jetzt unten alles wegnimmst, ja, kann das ja, Dach runterfallen. Ja, ich weiß, ich will, dass das runterfällt. Ach so. Geht schneller.
Ja, das stimmt. Muss mal hier ein bisschen sortieren. Heftig, ey. Aber cool. Fand ich. Ja. Das hat gerockt auf jeden Fall. Gerockt. Und wir haben den Blutmond wieder einmal problemlos bestanden. Ach, ja, gerade so, aber du. Wegen der Ecke, aber ist der... Der ist so rum? Ach so. Willst du erstmal eine neue Folge machen? Der muss der Zaun da weg. So? Ja, ich würde sagen, wir sind bei 51 Minuten. Nächstes Mal geht's ans Reparieren und dann müssen wir anfangen, Rohstoffe im großen Stil zu sammeln, damit wir auch wieder reparieren und aufwerten können. Naja, Leben und so habe ich ja Gott sei Dank. Ja, spannende Wendung. Also sah am Anfang so aus, als wenn wir eigentlich gar nichts machen müssten zum Blutmond. Zum Schluss hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass die dann doch durchbrechen. Gerade hier da hinten. Die Spucker. Nee, hinten, wo du bist. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass die von der Mauer aufs Dach und vom Dach auf diesen... Ah, die haben das hier alles kaputt geschlagen. Ja, ich habe ja da noch eine Wand reingezogen. Die werden da vielleicht nicht hingekommen, aber weiß man nicht. Mhm. So, war auf jeden Fall eine spannende Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.